Hallöchen und herzlich willkommen zu Clanvolk, einem Aufbau-Survival-Simulations-Strategiespiel, welches sich an anderen Großgewichten des Genres wie zum Beispiel Rimworld fokussiert und das auch sehr offensichtlich. Dennoch bringt es ein bisschen andere Sachen rein und es ist auch ein bisschen einfacher zu spielen. Ich zeige euch jetzt gleich ein bisschen was in-game, wie das Ganze so ausschaut und natürlich wie immer, wenn euch das Ganze gefällt, dürft ihr gerne einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geben, je nachdem wie euch das Video gefallen hat. Geht jetzt hier weniger ums Spiel, sondern mehr ums Video. Aber ansonsten, das Spiel ist auf Deutsch verfügbar, das Spiel erscheint am 14. Juli. Und ist seit einer Weile im Early Access, seit September 21 im Early Access bereits spielbar. Das Ganze wird von Minmax Games entwickelt und von Hooded Horse gepublished. Und Hooded Horse ist in letzter Zeit immer häufiger in Erscheinung getreten. Unter anderem natürlich auch für Old World, aber auch viele andere Spiele, die in letzter Zeit von Hooded Horse kommen. Das ist auch ein Publisher, der immer mehr im Aufstreben ist. Und bin auch gespannt, was da in den nächsten Jahren noch von diesem Studio kommt. Wenn wir ein neues Spiel starten, erstmal relativ wichtig, kriegt ihr hier Punkte, die sogenannten Welteinstellungen. Da könnt ihr Punkte vergeben zwischen minus 3 und plus 3. Und im ersten Moment würde man denken, gut, wenn wir Sachen auf 0 setzen, ist gut, aber ist es überhaupt nicht. Ich kann euch verraten, rein theoretisch wollt ihr eigentlich alles aufs Maximum setzen. Wobei ich bis jetzt wahrscheinlich für mich selber sagen würde, nach meinen ersten eigenen Erfahrungen, vor allem Seen auf Max und Wildtiere erhöhen, bringt euch starke Vorteile, weil das Wichtigste ist Nahrung. Und wenn ihr da schon mal ein bisschen höher geht, ist es natürlich schon mal nicht schlecht. Aber auch Berge könnt ihr hochsetzen für Ressourcen, wie zum Beispiel natürlich Eisenerz oder Gold. Dann seht ihr so eure Karte quasi. Wenn ihr das Ganze dann erstellt habt, dann könnt ihr dann einen Clan erstellen. Da habt ihr verschiedene Banner und Namen zur Ausweise quasi. Da steht hier dann Motto zu Meer und zu Land oder Sieg oder Tod. Habt ihr quasi verschiedene Farben und könnt dann einen von 4 Schwierigkeitsgraden auswählen, wobei das letzte ist benutzerdefiniert. Empfiehlt sich jetzt allerdings erstmal weniger für Anfänger. Für Anfänger empfiehlt sich wirklich ein neuer Anfang und macht es auch wirklich, wenn ihr keine Ahnung vom Spiel habt. Wenn ihr direkt auf schwierig oder sehr schwierig anfangt, ja, wird schwierig. Ein neuer Anfang empfiehlt sich wirklich optimal und ist auch der perfekte Schwierigkeitsgrad für Leute, die einfach nur eine entspannte Spielrunde haben möchten. Und ihr seht dann hier auch gleich eure Familie, das sind die Eltern, die Großeltern, Eltern und dann haben wir hier quasi noch die Kiddos und das ist auch meistens eigentlich immer gleich, wenn das automatisch ausgewählt wird. Aber wir können das auch neu würfeln, dann haben die zum Beispiel auch neue Traits, was sie gut finden oder was sie schlecht finden, haben quasi auch Beliebtheitswerte, also was finden sie gut, was finden sie scheiße, was können die, ne? Das sind sogenannten Skills, wir haben hier zum Beispiel Holzfäller, Skill 4, Reinigung, da muss man alles mit bedenken. Dann haben wir auch noch Cash, es ist relativ wichtig, denn ihr könnt quasi Sachen kaufen, wie zum Beispiel Tiere, ne? Und Tiere können euch das Leben dann vereinfachen später, denn ihr seid quasi Farmer, ihr wollt eure eigene Wirtschaft aufbauen, euer eigenes Land gut aufbauen, eure Familie muss wachsen, muss stark werden und vor allem natürlich auch die harten Winter überleben. Wenn ihr alles fertig habt, klickt ihr auf klaren Gründen, könnt Tutorials hier noch an- oder ausmachen. Die Tutorials sind okay. Da habe ich schon schlimmere Tutorials gehabt, die zeigen, was Sache ist, die sind nicht unnötig nervig mit mega fetten Pop-Ups und erfüllen eigentlich ihren Zweck. So, mit das Spiel jetzt ein bisschen besser zu zeigen, in Anführungsstrichen ein bisschen besser zu zeigen, was hier eigentlich so abgeht, was ihr so macht, habe ich jetzt mal mein Save aus dem Livestream geladen. Wer da mal Bock auf sowas hat, gerne die Videobeschreibung abchecken oder auf Twitch vorbeischauen. Da heiße ich The Real Gaming Krabbe, weil irgendein dreckiges Krabbengesicht hat sich meinen Namen geklaut. Irgend so eine niedere Kreatur, die Fortnite mal gestreamt hat vor 10 Jahren. Und ich hoffe, dass der Typ beim Kacken nicht kacken kann. So, ansonsten, hier oben sehen wir unsere Ressourcen. Sehr klumpig. Aber wir sehen zumindest, was Sache ist. Und dann, es ist alles so wirr irgendwie. Es ist wirklich alles sehr, sehr kompliziert. Aber es ist auch eigentlich sehr einfach. Aber vieles ist irgendwie unnötig kompliziert. Wir haben zum Beispiel Lagermöglichkeiten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen haben wir natürlich die Lagerzone, wie wir sie auch aus Rimworld kennen. Da können wir quasi unsere Lager oder unsere Sachen droppen. Hier haben wir zum Beispiel eine Kleidungslagerzone, eine allgemeine Lagerzone, wo du rein theoretisch alles droppen kannst, quasi einen Mülleimer. Dann haben wir eine Lagerblockade. Lagerblockade einfach aus dem Grund, wenn du irgendwas mit Feuer am Laufen hast und, naja, irgendjemand legt was in die Nähe und so ein Feuerfunken spritzt dann rüber, dann fackelt dir alles ab und wenn du dann Stroh daneben hinlegst, naja, wie soll ich sagen, Stroh brennt und wenn es brennt, dann brennt es. Deswegen gibt es dann Lagerblockaden.
Dann haben wir hier so Nahrungslagerzonen, aber die müssen natürlich überdacht sein, weil wenn es regnet, ist scheiße. Dafür verwest der Scheiß nicht. Also es ist nicht wie in RimWorld, dass der Kack abscheißt. Nee, das verkackt einfach nur, wenn es regnet. Deswegen Samen und Essen sollte grundsätzlich irgendwo gelagert sein, wo es trocken ist. Dann haben wir natürlich noch einen Arbeitsbereich. Dazu können wir dann gleich noch. Und dann haben wir hier noch eine Werkzeuglagerzone. Also rein theoretisch könnt ihr Werkzeug einzeln lagern, ihr könnt Nahrung lagern, ihr könnt alles generell lagern, ihr könnt Kleidung lagern, ihr könnt Lager lagern. Müllkippe gibt es auch noch. Leichenlagerzonen gibt es noch. Ja. So, und dann, was ich eigentlich ganz eine coole Sache finde. Und da muss man wirklich sagen, ich finde es cool. Und zwar, dann gibt es noch sogenannte. Wie nennt man das denn hier? Es gibt sogenannte Lagerungsmöglichkeiten. Und das sind dann zum Beispiel Sachen hier wie Holzstapel, die wir hier lagern können, Lehm, Äste. Na, es gibt quasi für jede Ressource gibt es quasi einen eigenen Bereich. Na, hier gibt es dann so Stroh und dann gibt es hier Steinhaufen, Eisenerz, dann gibt es hier Fleisch. Da kommt aber auch Fisch rein. Also eigentlich ist es kein Fleisch, sondern ein Essensregal, dann gibt es Obstkörbchen für Obst, wer hätte gedacht. Steineregal nochmal hier für Steinziegelchen. Fellregal für Felle. Surprise. Und da gibt es im Laufe des Spiels schaltet ihr auch immer neue Sachen frei. Ne? Dann gibt es hier noch ein Werkzeugregal, habe ich glaube ich gar nicht gebaut, oder? Doch, da ist ein Werkzeugregal. Da kommen, Achtung, Werkzeuge rein. Nein, doch. Oh. Also ihr seht schon, es gibt, und das Gute ist, ihr müsst auch gar nichts zuweisen. Ihr müsst da kein Lagerzündchen zuweisen. Das machen die automatisch. Also jetzt fragt man sich bestimmt, okay, aber jetzt habe ich dann zum Beispiel diese Lagerplätze und dann habe ich diese Lagerzonen und wie sorge ich jetzt dafür, dass diese halbnackten Leute das Zeug alle so zuweisen, wie es sein soll? Das ist ganz einfach. Ihr setzt die Priorität hoch. Priorität ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, das Spiel zu steuern eigentlich. Und die könnt ihr einfach hochsetzen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt hier unsere allgemeine Lagerzone, da habe ich die Priorität ein bisschen niedriger, einfach damit Sachen, die jetzt keine direkte Zuweisung haben, dahin gebracht werden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lagerplatz habe, ne, dann habe ich die Priorität hier einfach hochgesetzt. Das heißt nämlich, dass hier dann quasi alles dann hierher gebracht wird. Ne? Das heißt, sie schleppen alles aus anderen Lagern oder anderen Lagerräumen, die mit niedrigerer Priorität haben, schleppen die das dann quasi hier rein. Weil ich dann auch irgendwann mal ein Dach rüberbauen sollte, weil ohne Dach, naja. Hier auf der rechten Seite übrigens, wenn ihr das Tutorial durch habt, auf der rechten Seite findet ihr immer wieder Tipps, wenn ihr etwas machen müsst, wenn ihr etwas Neues freischaltet. Das wird alles wirklich eigentlich sehr gut erklärt. Ja, zum Beispiel Kleidung, ne, Kleidungstutorial, ihr müsst dann hier Kleidung bauen und Wäschekorb braucht ihr, damit die Wäsche gewaschen wird oder gesammelt wird, in dem Fall. Ja, und gut, solche Sachen halt. Ihr könnt aber auch einfach mit Rechtsklick wegklicken und dann ist es so, wenn das wichtig ist, ja, ist ja in Ordnung jetzt. Das Gute ist, das Zeug kommt auch wieder. Ja, also selbst wenn ihr das wegklickt, kommt wieder, wenn es benötigt wird. So, dann haben wir natürlich unseren Clan hier unten. Ne? Also können wir Doppelklick drauf machen, dann sehen wir die Jungs. Und dann sehen wir auch die Skills von den Boys. Wir sehen zum Beispiel Reparatur und wie viele Punkte er überall hat. Und dann können wir das Beispiel nach oben verschieben. Das ist dann die Priorität. Quasi auch, um was er sich kümmern soll. Ist ein bisschen unübersichtlich, weil es sehr, sehr viele verschiedene Punkte gibt oder Möglichkeiten gibt, das alles zu beeinflussen. Also ich kann zum Beispiel sagen, okay, seine Priorität, also jetzt zum Beispiel Transport ist hier bei ihm ganz unten. Ganz oben ist zum Beispiel Landwirtschaft, Reparatur, Medizin. Kann ich zum Beispiel sagen, okay, das soll weiter hoch. So, das überschreibt dann bestimmte Werte, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich mache hier die Priorität hoch beim Kochen zum Beispiel, dann überschreibt es wiederum seine Stats mehr oder weniger und dann kann ich dann auch noch hergehen und sagen, okay, Achtung, ich mache jetzt hier einen Linksklick drauf, da haben wir jetzt einen Prioritätsboost, das heißt, egal was passiert, irgendeiner muss sich jetzt hier drum kümmern und muss Essen produzieren. Ja. An sich funktioniert es einfach, aber muss ja erstmal dahinter kommen, ja, sage ich ganz ehrlich. Es ist am Anfang alles ein bisschen verwirrend. Dann gibt es natürlich auch Landwirtschaft. Klar, Essen. Essen gibt es eigentlich im Großen und Ganzen vor allem eine Möglichkeit, nämlich diese fetten Weiher hier, so fette Seen. Da unten sind auch noch einige. Und da seht ihr, wenn ihr hier hingeht, seht ihr oben links dieses Fenster. Ja, Beleuchtung, Tageslicht, Wasser, hier gibt es Lehm. Wir sehen hier Fischen, Doppelpunkt 86 von 100%. Das Ding ist folgendes. Ihr habt quasi Fische hier drin. Aale sind es eigentlich. Und diese Aale fischt ihr quasi. Diese Aale fischt ihr mit Jagen,
Aalfalle. Diese Aalfalle kostet Stroh und Äste und produziert nicht im Winter, nur im Sommer. Die platziert ihr quasi hier und dann stimmt ihr quasi oder wählt ihr quasi aus, was ihr produzieren wollt. Ich sage jetzt hier mal zum Beispiel rohe Aale. Da gibt es ein relativ cooles System. Ihr könnt dann zum Beispiel sagen, bis morgen warten. Dann habt ihr jetzt hier 10 Aale fangen und wenn ihr 10 Aale gefangen habt, wird bis morgen gewartet. Und jetzt könnt ihr das Ganze auf wiederholen klicken und dann macht ihr das jeden Tag. Quasi jeden Tag 10 Aale fangen und bis morgen warten. 10 Aale fangen, bis morgen warten. 10 Aale fangen, bis morgen warten. Quasi permanente Rotation. Wichtig ist aber, ihr müsst aufpassen, dass ihr den See nicht leer fischt. Wenn der See leer gefischt ist, dann gibt es keine Fische mehr. Das heißt, ihr müsst hier diesen Wert beachten. Wenn das Ganze bei 10% ist oder 20%, solltet ihr aufhören und gucken, dass ihr bis dahin andere Nahrungsquellen euch organisiert habt, weil sonst seid ihr am Arsch. Gibt es nämlich keinen Aal mehr. Natürlich das Ganze hier auch, aber diese kleineren Tümpel haben natürlich weniger. Ja, der hat 67%, der hat 66%, der hat sogar nur 30%, der hat sogar nur 20%. Der hingegen hat wieder 100%. Also der hat auch das Maximum. Da oben gibt es noch ein paar kleinere Tümpel, die haben aber gar nichts. Der hat nochmal 27%. Ne? Also kleine Dinge, aber würden rein theoretisch auch helfen. Deswegen habe ich gesagt, größere Seen können da gerne mal auswählen. Berge gibt es eigentlich relativ viele, also Seen und vielleicht sogar noch Wild. Wild empfiehlt sich eigentlich auch relativ, denn Wild ist die zweite große Nahrungsquelle. Also wie gesagt, einmal natürlich diese Aalfallen. Wichtig ist nur, diese Aalfallen müssen natürlich auch verarbeitet werden. Da werdet ihr dann bei Objekte, Nahrung, habt ihr dann ein Kochfeuer. Erlaubt simples Kochen. Ihr könnt euch auch später zum Beispiel einen Räucherofen machen. Ist wichtig, da das Fleisch dann dadurch länger haltbar ist. Und na, ihr habt dann später auch noch einen Steinkamin. Der ist natürlich relativ praktisch. Licht, Wärme, Kochen und naja, Funken halt. Ne? Deswegen solltet ihr hier aufpassen, dass da nichts passiert. Das heißt, am besten nur in Steinhütten bauen, weil wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Holzhütte. Wenn wir da einen Steinkamin hinbauen, dann fackelt mir die Kacke relativ schnell dann wahrscheinlich ab. Das wollen wir natürlich nicht. So, dann haben wir übrigens hier ein bisschen rausscrollen. Sehen wir auch, dass wir Dächer haben. Sieht richtig scheiße aus, fällt mir gerade auf. Naja, gut. Hauptnahrungsquelle zu Beginn ist eigentlich natürlich Beeren und Pilze. Das Ganze, ich denke mal, dass die meisten, die sich mit diesem Szenario, diesen Settings auskennen, werden eh schon wissen, wie das funktioniert. Über Aufgaben können ja dann so Sachen bestimmen wie Gras schneiden. Dann würdet ihr hier Gras ernten. Wässern ist wichtig hier für eure Pflanzen natürlich. Dann, übrigens, das muss man auch dazu sagen, das wird auch automatisch gemacht. Die wässern auch rein theoretisch automatisch, sobald es benötigt wird. Also, könnt ihr jetzt auch wieder entfernen, rein theoretisch, weil es nicht notwendig ist. Jetzt habe ich nur, muss ich gestehen, leider meine Beerenbüschen, die ich hier pflanzen wollte, sind jetzt weg. Jetzt ist es aber rot. Warum ist es rot? Ganz einfach, aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben nämlich keine Beeren mehr, weil wer natürlich Beeren pflanzen möchte, der sollte natürlich auch Beeren erstmal da haben. Lass uns kurz das wieder abbrechen. Ich wieder nur Blödsinn. So. Jedenfalls, ne, ohne Beeren kannst du nichts pflanzen. Wir sehen, wir haben jetzt keine Beeren mehr. Wenn ich mal auf der Karte schaue, haben wir hier noch irgendwo Beeren eigentlich oder habe ich alles abgesammelt? Kann natürlich auch gut die alte Taktik hier machen. Beeren sammeln. Wo war es denn hier? Kannst einfach mal so ziehen und dann. Da oben haben wir Beeren. Ja, hier. So. Können wir die da oben zum Beeren sammeln schicken, rein theoretisch. Und da haben wir auch noch ein paar Beeren. Also, das würde gehen. Dann sammeln wir die Beeren und wird das dann quasi hier angepflanzt. Ansonsten werdet ihr sehr viel Stroh brauchen. Stroh gibt's, braucht ihr für alles eigentlich. Zum Craften von Werkzeugen, zum Feuer machen, zum Dächer machen, bestimmte Dächer für Kleidung am Anfang. Also Stroh ist eine der wichtigsten Ressourcen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Über Haferkorn. Also Hafergabe produziert Haferkorn und Stroh. Genauso wie Heu. Heu produziert Heusamen und Stroh. Wenn ihr das in dieser Dreschmaschine verarbeitet. Flachssamen hingegen nicht und Flachshalme auch nicht. Das Ganze ist übrigens eines der ersten Gebäude, was ihr baut. Das ist quasi sozusagen noch das Tutorial. Das ist bei. Das ist so weit am Anfang, dass ich es wahrscheinlich gar nicht finde. Es war Landwirtschaft und die Dreschmaschine, genau. Das ist quasi eines der ersten Gebäude, was ihr überhaupt baut. Und dann bekommt ihr da Stroh raus. Aber eine viel einfachere Methode und eine viel billigere und unfassbar schnellere Methode ist tatsächlich Schilf. Es gibt nichts Schnelleres wie Schilf. Das ist super easy. Das Zeug ist hier. Das könnt ihr einfach wieder, ne, gerade schneiden und so. Bekommt ihr aus einem so ein Ding, bekommt ihr, glaube ich, 20 Stroh raus. Ja, 20 Stroh. Ihr seht hier oben links wieder, er gibt 20 Stroh. Und das Gute ist, das Ganze wächst innerhalb von 3 Tagen nach oder so. Also es ist super schnell nachgewachsen. Also ihr könnt das Zeug abernten, ihr pflanzt es dann einfach wieder. Ne? Ihr geht dann quasi auf Pflanzen.
Getreide, Schilf und setzt es natürlich dann hier an den Rand. Das muss natürlich am Rand sein, am Gewässerrand. Mitten im Land können das natürlich nicht bauen. Das Zeug wächst wie die Pest und gibt euch Stroh ohne Ende. Das ist eigentlich das, was ihr braucht. Am Anfang habe ich leider lange Zeit nicht gewusst, habe mich ein bisschen damit aufgehalten, war nicht ganz so cool. Auch wichtig, sowas wie Bäume müssen auch gepflanzt werden, weil Bäume wachsen so nicht nach. Das heißt, wenn ihr die komplette Karte abgeholzt habt und ihr habt kein Holz mehr gepflanzt, dann ist Holz weg. Ist natürlich nicht so toll. Deswegen könnt ihr auch Bäume nachpflanzen. Das geht ebenfalls. Und natürlich, ihr müsst Schlafplätze zuweisen, das wird auch im Tutorial ganz gut erklärt, solche Sachen. Später gibt es dann auch noch so Sachen wie, ihr könnt Zimmer einrichten, dann braucht ihr aber auch Essen und angenehme Zimmer, die auch im Winter warm sind natürlich. Und das lockt dann Besucher an, da könnt ihr dann später auch handeln, da kommen dann Händler zu euch und ihr könnt auch Jobs vermitteln. Das Ganze ist alles bei Schilder, eine Stellenbörse. Ne, lockt Jobsuchende an. Dann haben wir noch Handelsposten, zieht Händler an. Ne, kann man Sachen kaufen und verkaufen. Und dann noch hier Reisende. Die zahlen Geld dafür. Die kommen quasi zu euch hin und pendern bei euch und fressen euch die Haare vom Kopf ab, geben euch Geld. Und das Geld könnt ihr wiederum ausgeben bei Händlern. Nein. Ja, doch, tatsächlich, so ist es. So einfach funktioniert das ganze System. Funktioniert alles relativ stimmig. Wie gesagt, viele haben den RimWorld-Vergleich gebracht. Ich muss sagen, das Spiel spielt sich schon anders als RimWorld. Also fair muss ich schon sein. Das Spiel spielt sich anders als RimWorld, aber es hat viele Ähnlichkeiten. Aber man kann nicht jedes Spiel immer wegen der Grafik und dem generellen Setting über einen Kamm scheren. Finde ich ein bisschen too heavy. Ich würde schon sagen, dass es da viel unterschiedliche Merkmale gibt. Das Spiel ist generell ein bisschen weniger komplex als RimWorld, bietet aber genauso viele Möglichkeiten. Und ich finde es wirklich, es ist stimmig, es macht Spaß und es bietet auch natürlich Jagd. Jagd funktioniert, also in Anführungsstrichen, Aufgabe, Wildtiere jagen und dann sucht ihr quasi auf der Karte, müsst ihr selber suchen. Da ist ein Hase, Linksklick drauf, wird da gejagt. Das Zeug wird dann quasi hier an der Kochstelle weiterverarbeitet. Dann gibt es hier noch eine Trockengestell, da wird dann das Fell zu Leder gemacht und solche Geschichten. Und wenn ihr dann kein Wild habt, ist auch nicht so schlimm. Es gibt nämlich hier diese Hasenlöcher, Kaninchenbauten. Und das Gute ist, da könnt ihr dann quasi hergehen und könnt dann bei Jagen eine Schlinge hinstellen. Und diese Schlinge stellt ihr dann quasi in die Nähe von diesen Hasenbau und hofft dann, dass da ein dummer Hase reinläuft. Diese Schlingenfallen brauchen allerdings wieder Schlingen. Und damit kommen wir jetzt endlich zum Arbeitsbereich. Das ist das erste Gebäude, was ihr eigentlich baut. Schaut richtig komisch aus eigentlich. Und da habt ihr dann erstmal nur zur Auswahl, ich glaube, eine Steinsichel. Ihr könnt auch später andere Ressourcen bauen, wie zum Beispiel dann Eisenwerkzeug. Was wir jetzt hier schon, das ist quasi das Upgrade von dem Werkplatz. Das ist dann also die nächste Variante davon. Und da ist es so, dass ihr quasi das Zeug hier alles in die Warteschlangen packen könnt. Lass mal wieder raus jetzt. Und dann könnt ihr das ganze Zeug produzieren. Zum Beispiel die Schlingenfallen brauchen natürlich, die Fallen für die Hasen brauchen natürlich Schlingenfallen. Und wenn ihr dann jagen wollt, braucht ihr Bögen. Und wenn ihr Steinäxte für Holz und so weiter und so fort. Und dann ist euch vielleicht aufgefallen, es gibt hier so ein kleines Zahnrad. Warum? Das ist das Coole an der Sache. Ihr könnt viele Sachen automatisch produzieren lassen. Das heißt zum Beispiel, sagt ihr jetzt, okay, ich will immer mindestens 2 Steinäxte haben. Denn diese ganzen Ressourcen oder diese ganzen Tools, die nutzen sich ab. Ja, eine Axt, eine Hacke, eine Sichel, die nutzen sich alle über Dauer ab. Und das heißt, ihr müsst die neu craften. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, immer darauf zu achten oder dass das dann wieder kaputt geht, dann könnt ihr quasi auf dieses Zahnrad Linksklick machen und könnt einen automatischen Vorrat anlegen. Und wenn ihr dann gerade Zeit haben und Lust haben und es fehlt was, dann gehen die quasi her und produzieren das Ganze neu. Zum Beispiel gleich Schlingfallen, habe ich 5 gemacht. Flöten, das ist das, womit die Musik düdeln. Auch mal 2 machen. Dann wird das quasi automatisch produziert, wenn die gerade Lust und Langeweile haben. So, ansonsten, gut, dann gibt es natürlich noch bei Objekte, habt ihr noch Bedürfnisse? Da gibt es noch Trinkbereiche, Waschbereiche, Plumpsklo müsst ihr machen, dass die kacken gehen können, solche Geschichten. Da wird es im Spiel später natürlich auch noch Upgrades geben. Am Anfang findet das meiste einfach im nächstgelegenen See statt. Die Klos setzt ihr einfach auch mal irgendwo hin. Und ja, dann haben wir noch so Sachen wie Ideen. Da seht ihr quasi, was freischaltet. Na, ihr seht hier quasi zu Beginn können wir eigentlich nur das hier, Sachen sammeln. Das schaltet uns dann quasi die Sachen frei, das schaltet dann die Sachen frei und dann kriegen wir Steinsichel, dann können wir Gras schneiden, dann bekommen wir das ganze Zeug und so weiter. Seht ihr quasi, wie sich das immer weiter und weiter entwickelt. So. Und dann geht das bis irgendwann mal ganz hier unten hin mit Milch und Co. Weil ich glaube, dass das meiste noch geblockt ist aktuell. Das ist noch nicht hinzugefügt. Oder das ist noch nicht sichtbar.
Kann sein, dass es noch nicht sichtbar ist, soweit bin ich noch nicht gekommen. Ja, und dann haben wir noch Fertigkeiten-Index. Der Fertigkeiten-Index zeigt, was jeder von euren Buben so kann. Und wir können dann auch hier alles auswählen und sehen dann auch zum Beispiel bei jedem Einzelnen, wo das bei ihm ist. In der Prioritätsliste, ganz oben oder ganz unten. Und wie hoch sein Skill ist. Jetzt zum Beispiel sein Skill hier ist sehr hoch. Ihr Skill ist ein bisschen schlechter, das muss zum Beispiel weiter runter. So, der ist ein sehr guter Reparateur zum Beispiel. Setzen wir das bei ihm mal dann bei auf Stufe 2. Bei ihm mal ein bisschen weiter nach unten. Er ist dafür ein guter Landwirt. Setzen wir weiter nach oben. Na, solche Geschichten können wir ein bisschen auch mal nachgucken. Da sehen wir unseren Stammbaum. Da sehen wir aktuell nichts. Nichts passiert. Und da sehen wir unseren Clan. Es gibt auch noch andere Clans im Laufe des Spiels dann, mit denen ihr interagieren könnt. Dann gibt es noch so ein paar Sachen wie Vorräte, wie lange ihr Vorräte habt. Was jetzt aktuell hier gemacht wird. Ja, solche Sachen. Dann gibt es natürlich noch verschiedene Kartenmodi. Da sehen wir dann überall, wo was gebaut wird oder wie lange das wächst. Oder was hier generell wächst. Dann Wasser. Sehr gut bewässert aktuell. Dünger. Natürlich da, wo gekackt wird, ist natürlich guter Dünger. Wäre eigentlich sogar empfehlenswert, einfach im Feld ein Kackklo hinzumachen. Kommt mir jetzt erst. Temperatur, bist du bei Kacke, ganz pauschal. Umgebung, da sehen wir zum Beispiel so Sachen, wo irgendwas interessant ist. Das ist auch relativ interessant eigentlich. Ich kann also gucken, okay, hier sind Bäume, hier habe ich Pflanzen gesetzt, hier ist natürlich Kacke und so weiter und so fort. Und dann Wege. Wege gibt es nämlich auch noch, da sehen wir, wo die überall langlaufen. Und das ist auch ganz cool, weil normalerweise solltet ihr ein bisschen gesplitteter bauen. Ihr solltet quasi über ein bisschen Platz zwischen den einzelnen Sachen lassen und könnt dann sehen, wo die langlaufen. Dann könnt ihr das Ganze mit Ton oder mit Ziegelsteinen dann pflastern und dann gibt es einen krassen Bewegungsboost. Ne? Ist eigentlich auch ganz cool. Ansonsten, können wir Dächer noch anzeigen lassen, bin ich raus. Ja, das war's. Ich habe euch das Spiel ein bisschen gezeigt. Ich werde es auf alle Fälle nochmal in einem LS-Livestream daddeln. Werde aber auf YouTube kein weiteres Video dazu machen. Ich denke mal, es ist eher sowas für YouTube, für Twitch mal ein, zwei Streams nochmal schmeißen. Interessantes Spielkonzept, wie halt RimWorld, was mir generell gefällt, aber ich bin jetzt nicht der Hardcore-Spieler von sowas. Aber mal gucken, vielleicht wird es ja nochmal irgendwas bei mir. Ansonsten bin ich raus, wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Eure Meinung zu dem Spiel auch gerne in die Kommentare unten rein. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit eurer Kolonie. Macht's gut. Tschüss.